Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Blood Bowl 2 mit mir, dem Mr. Merp. Heute werden wir uns mal wieder meiner Ork-Mannschaft, den Pink Greeners, zuwenden. Und ich sag's mal so im Voraus, die sind inzwischen schon aus dem absoluten Anfängerstadium heraus, bewegen sich im Bereich zwischen 1400 und 1500 Punktwerten. Und ja, es wird ein Replay sein heute und ja, ich werde es jetzt für euch raussuchen. Also bis gleich. Und da sind wir auch schon. Wir spielen gegen Pomioti Sienya irgendwas. Genau, also gegen den Anselmo. Ich denke mal, das ist ein Italiener gewesen oder ein Spanier. Höchstwahrscheinlich ein Italiener, aber ich weiß es nicht ganz genau. Es geht gegen eine Chaos-Mannschaft. Also brauchen wir im Großen und Ganzen höchstwahrscheinlich, weil es ja Orkse, da ist der Minotaurus. Ja, Orkse gegen Chaos, braucht man eigentlich kein besonders hochwertiges Passspiel erwarten. Da sind die Pink Greeners, grimmig wie eh und je stehen sie da. Ich habe keinen Troll, ich habe lediglich jede Menge Blitzer, Schwarzorks und Werfer sowie einen Goblin, der bei mir sozusagen mehr oder weniger für die Punktvergabe zuständig ist. Ja, das waren die Mannschaften. Ich hatte, wenn ich mich recht erinnere, beim Münzwurf gewonnen, durfte aussuchen, was ich wähle und ich wählte empfangen. Also ich werde angreifen. Genau, ihr seht schon, der Gegner muss als allererstes seine Mannschaft aufstellen. An der Stelle machen wir ganz, ganz kurz mal Pause, damit wir mal ein paar Worte über das verlieren können, was wir sehen. Ihr seht, ich habe 5 Wiederholungswürfe, der Gegner hat nur einen. Ich habe normalerweise nicht 5 Wiederholungswürfe, das muss ich ganz, ganz von Anfang an dazu sagen. Ich glaube, ich habe normalerweise nur 3, aber das werden wir nach dem Spiel uns ganz, ganz kurz angucken. Der Gegner hat auch in der Regel mehr. Dieses Spiel läuft gegen eine Mannschaft, die den Pink Greeners total haushoch überlegen ist. Wir können uns mal hier ganz, ganz kurz mit den Gegner anschauen. Die Gegner hier, Chaoskrieger, hat Blocken. Der andere Chaoskrieger, und ich sehe ihn gerade eben gar nicht richtig. Was ist denn jetzt los? Ich kann ihn nicht anwählen. Okay, also diesen Chaoskrieger können wir nicht anwählen. Ich weiß nicht warum. Der Kollege hier ist bei dem Gegner noch relativ frisch. Der hier hat auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und ihr seht, hier hat einer Profi von den Goars. Hier hat ein Goar Blocken. Der hat nichts, nur ein paar Erfahrungspunkte. Das hier ist einer, der anscheinend mal also als Ersatz da ist, weil er einen aufs Maul bekommen hat. Dieser hier hat Blocken. Dieser hier hat Blocken. Und ich glaube, auch der Kollege, obwohl wir ihn gerade eben nicht auswählen können, hat Blocken. Und der hier hat Blocken. Also wir sehen, wir haben es hier mit einer Gruppe von Chaos-Spielern zu tun, die schon durchaus Erfahrung haben. Wir haben auch Erfahrung. Bei mir haben inzwischen alle Schwarz-Orks, naja, aufs Maul bekommen. Und sie haben auch Blocken, wie ihr seht. Ich habe einen neuen Werfer, der ebenfalls schon Blocken hat. Was daran liegt, dass ich irgendwann mal, ich glaube, meinen Feldspieler verloren habe. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Der war gestorben, wenn ich mich recht erinnere. Und ihr seht, ich habe hier den Subbuff. Der hat auch schon ein Level-Up, hat dadurch Unterstützen bekommen. Manchmal ist das durchaus sinnvoll. Hier ist nichts Besonderes dabei. Hier ist nochmal eine Blitzer mit Unterstützen. Hier ist nichts Besonderes dabei. Hier sehen wir, wir haben Anstoß, Rückgabe und Blocken diesem Werfer gegeben. Ich finde, also Blocken gehört eigentlich zu den grundlegenden Sachen, die man, wenn man eine Mannschaft wirklich ernsthaft spielt und nicht flufftechnisch. Und für diejenigen von euch, die sich mit Warhammer auskennen, die wissen höchstwahrscheinlich, dass Fluff bedeutet, dass man sich nach einem gewissen Hintergrund richtet und dass man einfach eine Mannschaft macht, die nicht auf Effizienz getrimmt ist, sondern einfach wie die Hintergrundwelt eine bestimmte Themenmannschaft sieht. Das kann ineffizient sein, weil es einfach in Anführungszeichen kulturell bedingt ist. So, und hier ist unser Starspieler in Anführungszeichen, das ist der Itgit. Der hat schon so einiges, der hat Sprint sicher, wir sehen es hier gerade eben bloß nicht, der hat Ausweichen, Fangen hat der und so weiter und so fort. So viel zur Mannschaft. Ich lasse jetzt mal weiterlaufen. Vielleicht sehen wir dann auch mal hier den hier. Der hat auch Blocken, wie ihr seht. Also gar nicht mal übel, was die Kollegen da haben. Also wir können hier gerade nochmal den Itgit angucken. Der Itgit hat hier Fangen, der hat Sprintsicher, der hat Kleinwüchsig, Ausweichen und was ist das hier nochmal? Lebensmüde, genau, der kann geworfen werden. Also der Itgit, der hat schon einiges auf dem Kasten. Und der Grund, weshalb der Gegner so wenig Wiederholungswürfe hat und wir so viele ist, er hatte über 300 Punkte mehr als wir. Und ich habe einfach mal die Halblingsköche genommen. Die Halblingsköche, ihr seht, was die hier anrichten, die geben euch, also ihr müsst 3 W6 würfeln.
Und wenn ihr mindestens eine 4 würfelt, also mit 3 bis 6, ne? Ihr müsst eine 4 würfeln. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das nicht klappt. Kann passieren, ist mir schon passiert. Ist sehr, sehr ärgerlich, wenn man die 300.000 Gold ausgibt und es klappt nicht. Aber man hat so dann sozusagen, man gewinnt Würfel hinzu und die werden dem Gegner abgezogen. Und in dem Fall habe ich 2 Würfel gewonnen, der Gegner 2 Würfel verloren. Was, ich würde mal behaupten, definitiv einen gewissen Machtausgleich hier angerichtet hat. Ihr seht, ich stelle jetzt hier gerade eben meine Leute zum Angriff auf. Ich verstehe nicht, warum der Gegner das gemacht hat. Und an der Stelle nochmal ganz kurz Pause. Ihr seht, ich habe eine komplett andere Aufstellung gewählt. Ich habe meine starken Schwarzorks nicht ins Zentrum gestellt, wo sie den starken Chaoskriegern und dem Minotaurus gegenüberstehen, sondern dort aufgestellt, wo sie den ihnen körperlich unterlegenen Gors gegenüberstehen, weil ich vorhatte, über die Flanken zu gehen und hier quasi und da aufzumachen, um dann quasi relativ schnell einen Weg zum Touchdown zu finden und hier mit den anderen beiden, insbesondere mit den beiden hier und dann später auch mit denen hier abzublocken, in der Hoffnung, dass das mit meiner höheren Zahl an Wiederholungswürfeln und seiner niedrigen Zahl an Wiederholungswürfeln relativ schnell fruchtet. Schauen wir mal, was passieren wird. Ihr seht, hier hinten habe ich meinen Anstoßrückgabe Mokda oder Mokka. Der Anstoß kommt. Und der Ball wird hier landen. Das ist natürlich besonders toll. Aber an der Stelle hilft es natürlich, dass wir diese Anstoßrückgabe haben, denn wir können schon mal entgegenlaufen. Und wir haben jetzt hier schnapp den Schiri. Jedes Team bekommt eine kostenlose Bestechung, falls man also faulen will oder falls man eine versteckte Waffe besitzt. Und hier fange ich auch schon an mit dem, was ich angekündigt habe. Ich fange jetzt mal an, hier die Gors auf die Seite zu räumen. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes leider, leider, leider nur ein auf die Seite räumen. Dasselbe Spielchen findet jetzt da drüben statt. Also bis jetzt habe ich nicht allzu viel Glück mit den Würfelwürfen. Hat mich an der Stelle ein bisschen gewurmt, wenn es schon so anfängt. Aber endlich geht das erste Gorchen zu Boden. Und es ist gleich eine Verletzung in der ersten Runde. Das hat mich sehr gefreut, weil dadurch der Schwarzorg natürlich ein paar Punkte bekommen hat. Wir können gerade mal gucken, das war er hier. Er hat dadurch jetzt 9 Punkte, ist also auf dem besten Weg hin zu Level 3. Und hier kann ich den Gor niederschlagen, sperre ihn ein. Der ist damit erstmal handlungsunfähig, weil er hier zwischen Schwarzorg und Blitzer gefangen ist. Kann meinen Goblin da hinstellen, weil ich habe vor, den Ball aufzunehmen und dann hier rüber zu werfen. Und ziehe jetzt so viele Spieler natürlich in diese Richtung ab wie möglich. Hab den Ball aufgenommen und werde jetzt den Pass werfen. Weiter konnte der Ork gar nicht laufen. Und an der Stelle lohnt es sich natürlich, wurfsicher und fangen zu haben. Und hier riskiere ich jetzt relativ viel, aber ich habe ja immer noch den Wiederholungswürfel. Also falls es nicht klappt, kann ich einfach sozusagen den Wiederholungswurf machen. Und hier verkacke ich es jetzt leider, aber das ist mir an der Stelle egal. Ich gebe dafür keinen Wiederholungswurf aus, denn ich habe alle Spieler sozusagen gelöst. Die stehen jetzt hier dumm in der Gegend rum. Er könnte an der Stelle höchstens einmal blitzen. Und mein Ballträger ist safe, wie ihr seht. Da kommen die so schnell nicht durch. Obwohl er jetzt hier diesen Angriff natürlich wagt. Aber das Lustige ist, er muss erstmal hier seinen einzigen Reroll opfern und verkackt mit einem Totenkopf an der Stelle. Äußerst, äußerst praktisch. Wobei ich dazu sagen muss, dass, also es kam an der Stelle absolut gelegen. Und ihr seht auch schon, ich mache jetzt hier gleich einen Angriff. Er hätte jetzt hier noch Leute hinstellen können und selbst wenn er nicht, also er hätte höchstwahrscheinlich meinen Schwarzorg rausgeschoben oder es hätte schief gehen können. Aber es war definitiv ein sehr, sehr ambitionierter Ansturm. Da hätte ich an seiner Stelle definitiv noch Leute hinzugezogen, dass hier zum Beispiel die Überzahlsituation vielleicht ein bisschen anders gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite, er kann eigentlich gar nichts tun, wenn ich mir das so recht überlege. Doch, er hätte etwas tun können. Er hätte... Nee, hätte er nicht. Denn hier oben hat ja meiner unterstützen. Das heißt, der unterstützt den Block auf jeden Fall gegen ihn. Er hätte eventuell erstmal den wegmachen müssen. Also es war ganz, ganz gut, dass unser Blitzer da oben mit Unterstützen gestanden ist. Denn dadurch hatte der Minotaurus nur einen Würfel. Und das wurde ihm letzten Endes zum Verhängnis. So, wir schieben jetzt hier den hier mit dem Ork darüber. Dann schiebe ich mit dem hier dahin. Denn der... Moment, Sekunde. Dadurch, dass dieser Gore hier steht, kann dieser Gore hier nicht dahin geschoben werden. Es gibt nur einen Weg, wenn ich jetzt von hier aus angreife, nämlich... dahin. Ist bösartig. Aber was willst du machen? Das ist Blood Bowl.
für mir persönlich hat es überhaupt nichts gebracht. Ihr seht, er hat ihn noch retten können. Er war nicht tot, sondern nur verletzt. Das hat meinem Spieler so gesehen überhaupt nichts gebracht. Ganz, ganz kurz gucken. Es gab keine Erfahrungspunkte dafür, denn wenn ihr einen Spieler nach draußen haut, das ist mir schon aufgefallen, ist, selbst wenn ihr das Explosionszeichen bekommt, und ihr habe ich Pech, wie ihr gerade eben seht, selbst wenn das Explosionszeichen kommt, es wird nur ein Würfelwurf für die Fans draußen gemacht, habe ich schon festgestellt. Die machen dann sozusagen den Schaden, aber der Spieler bekommt dafür keine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Hier habe ich auf jeden Fall Glück, kann den Kollegen ebenfalls ausprobieren. Und damit ist diese Flanke frei. Ich habe dadurch jetzt schon drei Spieler des Gegners einfach mal aus dem Feld befördert. Ihr seht hier, der ist da draußen. Zwei Stück sind schon verletzt. Ich schiebe ihn jetzt dahin. Oder besser gesagt, hau ihn um. Der ist jetzt erstmal betäubt und ich lasse meinen Schwarzorg hier stehen. Muss ich an der Stelle, weil ich kann ja nicht woanders hin. Und kann jetzt schon mal hier den hier mit einem Würfelwurf-Schritt, das war ein bisschen Glück zugegebenermaßen, aber ein Wurf auf die 2 plus darf auch gern mal klappen, kann ich den hier bedrohen und schicke meinen Goblin jetzt hier auf die Reise. Er hat Sprint sicher, deswegen kann ich diese Schritte wagen, wie ihr seht. Und ja, versuche jetzt hier so gut wie möglich abzuschirmen. Aber mein Problem ist, ich habe meinen Reroll ja schon verwendet bei dem Doppeltotenkopf. Und ja, kann jetzt nicht zu viele Risiken eingehen. Hau den Kollegen hier um. Mache aber einen Fehler. Ich hätte nicht hinterherlaufen sollen. Ich hätte hier stehen bleiben sollen und eventuell vielleicht sogar noch hier einen Schritt zurück machen. Aber auf der anderen Seite wollte ich den hier natürlich jetzt auch binden, dass der nicht sich einfach mit einem 67-prozentigen Ausweichwurf in die Richtung aufblitzen kann. Und ihr seht, was das Problem ist. Der Kanal hier bleibt frei. Und das nutzt der mein Gegenspieler natürlich gleich schamlos aus. Musste zwar zweimal würfeln, um durchzukommen, aber dadurch, naja, dass er dann das Ergebnis beide downwürfelt, er zwar kein Blocken hat, kann er mich aber trotzdem niederschlagen und damit quasi erstmal den Touchdown verhindern, was ihm so gesehen jetzt erstmal gar nicht so viel gebracht hat. Aber mein Problem ist, dass ich erstmal einen Spieler dahin bekommen muss. Also ich fange jetzt erstmal hier abzusichern, wie ihr seht, versuche hier den Minotaurus im Zaum zu halten, dass der nicht hier irgendwelche Dummheiten macht. Auch hier wird hier abgesichert. Mach jetzt hier zu, so wie ich es ursprünglich machen wollte. Kann den Kollegen hier ebenfalls niederschlagen. Bewege jetzt hier meinen Schwarzorg nach oben, dass der hier auf keinen Fall durchblitzen kann. Und will jetzt den Ball aufheben. Und falle mit dem... Ja. Mit dem... Ne, Entschuldigung. Ich wollte gar nicht den Ball aufheben. Ich wollte erst hochlaufen. Genau. Das muss ich kurz mal nochmal pausieren, um das zu erklären, was ich gerade eben vorhatte. Ganz kurz noch. Ich wollte mit dem Goblin da hineinlaufen und er hat ja sprintsicher. Man sollte meinen, das ist überhaupt gar kein Problem, aber sprintsicher ist halt auch leider nur ein Wiederholungswurf und ein Wurf auf die 2 plus kann auch zweimal in Folge schief gehen, wie wir gerade eben hier gesehen haben. Also ich wollte meinen Goblin dahin bewegen, dass er in der Touchdown-Zone steht, dann hier mit dem Ballträger, weil der ja Ballgefühl hat, er kann leichter den Ball aufheben, als es der Goblin kann. Hier hinlaufen, den Ball aufheben, einen Schritt weiterlaufen, werfen. Dann hätte ich hier noch einen Starspielerpunkt bekommen für den Werfer. Und natürlich die 3 für den Goblin. Aber die ganze Sache war allein schon mal hinfällig, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil der Goblin seinen vermaledeiten Sprintenwurf nicht schafft. Und damit ist meine Taktik gerade eben so ein klitzekleines bisschen auf Eis gelegt. Und ich muss erleben, wie jetzt hier mein Schwarzorg gefällt wird. Ich hätte es auch nicht anders machen können, denn der Goblin ist ja gelegen. Wenn ich jetzt mit dem Ork dahin gelaufen wäre, um den Ball aufzuheben, wäre der Goblin ja immer noch gelegen. Hätte ich dann auf den Goblin gewechselt, um ihn hineinzulaufen, wäre ja der Ballträger, der den Ball aufgenommen hätte, nicht mehr für mich anspielbar gewesen. Deswegen hatte ich keine Wahl, als es in dieser Reihenfolge zu wählen. Hatte auf meinen Reroll bei Sprint sicher vertraut und wurde von den Würfeln verraten. Oder wie manch einer so sagt, Naffel hat mich verlassen. Und hier erleben wir, was Profi bedeutet. Kann schief gehen. Profi, wie wir gerade eben gesehen haben. Dieser Gore, Moment, wo war er denn? Ich weiß es gerade eben ehrlich gesagt gar nicht. Irgendein Gore. Ach nee, das war dieser Gore hier, genau. Dieser Gore hier, der hat Profi, wie ihr seht. Und Profi bedeutet, dass er eine Chance auf einen Reroll hat, der unabhängig, also mehr oder weniger unabhängig von den Team-Rerolls ist. Denn er kann
mit einem Würfelwurf auf die 4+, also eine 50% Chance, einen Reroll bekommen, wenn irgendetwas schief geht. Hat in dem Fall geklappt. Er bekam den Reroll, muss dann aber trotzdem noch dann diesen Reroll einsetzen, um zu gucken, ob er dann diese Aktion schafft. Also es ist einfach nochmal quasi so ein halber Reroll sozusagen, den dieser Spieler verwenden kann in dieser Runde. In diesem Fall hatte ich Glück und er bekam zwar den Reroll, aber der Reroll hat ihm nichts gebracht. Und dadurch ging er down und der Ball liegt jetzt wieder hier und mir wird die Sache jetzt hier ein bisschen zu blöde. Achso, ja. Das muss ich euch ganz, ganz kurz noch zeigen, was da gerade eben passiert ist. Das haben wir gerade eben nicht gesehen. Ich habe hier diesen Gore, der aufgestanden war, rausgeschubst. Und damit habe ich sozusagen jetzt hier, wie ihr seht, insgesamt 4 Spieler schon mal rausgeschickt. Der Ball liegt immer noch in der gegnerischen Hälfte. Und ich versuche jetzt hier natürlich abzusichern, wie ihr seht. Habe da nicht allzu viele Möglichkeiten. Kann hier den Gore leider nur wegschicken. Und jetzt wird mir zu blöd. Ich nutze hier die Chance und mache den Touchdown, denn ich hatte den Reroll. Hatte gehofft, dass ich... Also ich wusste ja, dass ich hier nicht fürs Laufen würfeln muss, sondern nur fürs Aufheben. Und naja, eine 67%ige Chance mit einem Team-Reroll in dem Fall ist definitiv einen Versuch wert. Ist auch nicht eine schlechtere Chance, als wenn ihr es quasi mit dem Werfer- und Ballgefühl macht. Der hat im Grunde ja auch nur die 67% Chance mit einem Wiederholungswurf. Ja, und ich habe jetzt hier dadurch meinen ersten Touchdown in diesem Spiel gemacht, den der Subaf gemacht hat, wie ihr seht. Der hat dadurch jetzt 13 Erfahrungspunkte und ist dadurch jetzt sozusagen, wenn er zum Beispiel als bester Spieler gewählt wird, hat er eine Chance auf einen weiteren Level-Up oder falls er nochmal einen Touchdown macht oder 3 Pässe spielt oder eine Verletzung und einen Pass und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie ich meine. Also er steuert sozusagen damit mit großen Schritten auf Level 3 zu. Der Gegner hat Anspiel und ja, sie bekommen einen Wiederholungswurf. An der Stelle für mich natürlich ärgerlich, aber man merkt, dass diese Mannschaft definitiv eine größere Menge an Dingen haben muss. Und damit ist sein Reroll auch schon weg. Ihr habt gesehen, er bekam Totenkopf für beide down. Und musste den Reroll gleich verwenden, sonst wäre es sofort wieder vorbei gewesen. Man muss dazu sagen, der Spieler hatte bis jetzt auch nicht so viel Glück. Wobei man das an der Stelle, Entschuldigung, also hier so durchlaufen mit einem Chaoskrieger, um einen Goblin anzugreifen. Also wir wollen mal ganz kurz zusammenfassen. Er muss hier hinlaufen. Das geht nochmal ohne Probleme. Hier hinzulaufen ist schon mal eine 50% Kiste, weil er immer noch in der Tackle-Zone des Schwarzorks ist. Und das hat er halt einfach mal so gemacht, wie ihr seht. Hier ausweichen auf die 4+, mit einer 6 geschafft. Danach musste er nochmal ausweichen, um aus dieser Tackle-Zone rauszukommen. Ist ein Wurf auf die 3+, hat er mit einer 4 ebenfalls geschafft. Ist eine ziemlich freche Aktion. Also meiner Meinung nach lässt sich das eigentlich nur noch mit purem Jähzorn und mit Zerstörungswut irgendwie erklären. Er wollte einfach nur meinen Goblin kaputt schlagen. Naja, mal gucken, ob er es schafft. Er kann nur schieben. Das nenne ich Karma. Ja, er haut jetzt hier natürlich dann quasi mein Schwarzorg in den Staub. Sein Würfelpack scheint an der Stelle verflogen zu sein. Da hatte ich echt Glück, dass er ihn nicht umgeschlagen hat, sondern nur schieben konnte. War aber wirklich eine extrem freche Aktion und ich weiß gar nicht, was ihn da geritten hat. Schlau war das nicht, Leute. Schlau war das nicht. Hier kann er nur schieben. Und hier kann er, ja, macht er nicht schieben, sondern Block, weil er hier nochmal angreifen will. Und da haut er ihn leider um. Ja, passiert aber nichts allzu Tragisches, wie ihr seht. Schwarzorks sind zum Glück zäh. Wobei, ich will da jetzt nichts verschreien, aber ich habe die letzten Tage im Grunde in jedem Spiel habe ich mindestens einen Toten gesehen. Sowohl von meinen Leuten als auch von Gegenspielern. Also, das ist auch erst seit 3 Tagen so. Es war irgendwie ein Patch. Also, das war einer der Patches, die irgendwie in den letzten Tagen so seit dem 1.10. Also, da weiß ich nicht, was die geändert haben. Aber ich habe auch schon gehört, dass andere Leute darüber reden, dass da irgendwas im Busch ist. Warum? Ich finde es nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das hier finde ich wiederum gut, dass ich den Gore hier gleich mal K.O. geschlagen habe. Warum ich immer hier quasi auf das Chaos wechsle, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder 3 Gores draußen. Und ich kann jetzt hier quasi die Gefahr für meinen kleinen Itgit beseitigen. Den ich natürlich sofort aus der Gefahrenzone bewege. Denn da drüben ist er definitiv sicher aufgehoben. Da ist nur ein Chaoskrieger und ein Gore. Und das bekommen die Kollegen hier, glaube ich, echt gewuppt. Ja, hier schiebt der Minotaurus jetzt ein bisschen unglücklich den Schwarzorg vor sich her. Da kann er noch so rasend sein vor Wut.
Hier wird nur geblockt. Ah ja, genau. Und hier blitzt jetzt quasi meine Ansturmeinheiten quasi um. Die sozusagen hier den Gegner bedrohen sollen auf der Flanke. Ja, gegen sowas ist kein Kraut gewachsen. Und was ich jetzt nicht verstehe ist, also er bewegt jetzt hier tatsächlich den hier an. Ich hätte den jetzt hier eingesperrt, weil so komme ich ja noch relativ locker mit 67% weg. Und nach wie vor schützt er seinen Träger nicht besonders gut. Ich schiebe jetzt den hier weg und kann dadurch jetzt hier durchblitzen gleich. Hau den hier nochmal um und schicke jetzt hier meinen Goblin ran. Der soll unterstützen, dass ich die zwei Würfel bekomme. Dafür ist ein Goblin gut. Und haue ihn um, wie ihr seht. Ein Wurfergebnis hat sozusagen Explosion Ausrufezeichen bedeutet. Und der Ball liegt jetzt hier wunderbar. Wenn man ihn nur aufheben könnte. Naja, mit einem Reroll geht's, wie ihr seht. Und ich bewege mich in diese Richtung weiter. Gehe jetzt hier zum Absichern hin, dass hier quasi der Chaoskrieger nicht auf blöde Ideen kommt. Wenn der jetzt irgendwas versucht, muss der ausweichen mit horrenden Abzügen. Das schafft der so nicht. Hier schaffe ich jetzt auch eine Überzahlsituation. Oh ja, genau. Und das ist etwas, was ich nicht verstanden habe. Obwohl ich hier, ihr habt es gerade eben gesehen, das hatte ich mehrfach in diesen Dingern hier, obwohl ich hier mit einem Schwarzorg und der Unterstützung gespielt habe, hatte ich nur einen Würfel. Das muss ein Bug sein, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich, obwohl ich eine Überzahlsituation habe, manchmal nur einen Würfel habe und manchmal ist es genau andersrum, da kommt einer her, der hat genau die gleiche Stärke. Die stehen sich wirklich alleine gegenüber und dann gibt es manchmal so eine Situation, dass der Gegner dann zwei Würfel hat. Und ich kann es mir nicht erklären, außer dass es eventuell ein Bug ist. Hier oben greife ich, glaube ich, gerade eben... Ne, genau, hier greife ich an. Das war richtig so, dass ich ja nur einen Würfel hatte. Hier ist ebenfalls richtig, dass ich nur einen Würfel habe, aber da hätte ich definitiv zwei haben müssen. Keine Ahnung, woher das kommt. Also das ist manchmal ein bisschen komisch. Hier habe ich das Glück, dass jetzt hier das wilde Tier zuschlägt. Er hat keinen Reroll, er muss damit leben. Aber, was willst du machen? Seine Blitzattacke hier mit dem Bohr klappt natürlich und er kann hier meinen Blitzer einfach umschlagen. Er läuft zum Ball hin, nimmt ihn auf. Ja, obwohl er einen Abzug hat. Also man kann nicht behaupten, dass der Kollege nur Pech hat. Also er hat in manchen Situationen extrem Glück, schafft es aber einfach nicht hier seine aufgrund der Tatsache, dass er natürlich schon ein paar Ausfälle hat. Also da hat meine Anfangsaktion ihm definitiv einiges reingedrückt, dass er sozusagen die ganze Zeit in Unterzahl spielen muss, was definitiv mein Vorteil war. Und man merkt, man kann, also das möchte ich sozusagen damit hervorheben, man kann definitiv mit einer solchen Anfangsaktion, wie ich es am Anfang gemacht habe, hier mit den zwei Schwarzorks jeweils in der Flanke, was definitiv unorthodox ist. Es ist definitiv unüblich. Auch das hier ist eher unüblich. Dass ich quasi sozusagen, also, ja, das ist unüblich. Also, ich hau ihn halt einfach um, laufe hier ein paar Schritte, nachdem ich ihn aufgeblitzt habe, nehme den Ball auf. Oder will es besser gesagt. Und da sehen wir mal, was Ballgefühl mit 67% wert ist. Es ist halt immer nur 2x67% Chance. Und da war seine Runde ganz, ganz schnell rum. Hat er sich einmal verwürfelt. Hatte nur einen Würfel, wie ihr seht, weil er ja quasi hier in Unterzahl... Ne, Entschuldigung, er hatte zwei Würfel, aber er hatte halt zweimal ein schlechtes Ergebnis. Und ging down. Hier gehe ich jetzt ein Risiko ein, spiele den Pass. Hab ja den Reroll, hab ihn aber nicht gebraucht. Und laufe Richtung Endzone und mache mein 2:0. Ja, also was ich sagen wollte ist, mit der ersten Aktion am Anfang, wo ich die Schwarzorks auf die Flanken gestellt habe, was ihn definitiv überrascht hat, was auch definitiv unüblich ist, konnte ich aber sozusagen die Gors auf die Seite räumen, was aber auch seine eigene Schuld war, denn er hat seine Gors unglaublich aggressiv direkt an die Frontlinie gestellt, also hier, und ja, da kann ich natürlich, wenn ich dann angreife, als allererstes auch gleich mal auf die draufschlagen. Und wenn ich dann die, hier bekommt er wieder einen Wiederholungswurf. Und wenn ich natürlich dann quasi die Möglichkeit habe, dann mache ich das ja auch. Ich habe ja die Spieler mit Stärke 4 und die dann Richtung Rand schieben und dann quasi clever einfach rausschmeißen. Das hat ihm definitiv in diesem Spiel das Genick gebrochen. Beinahe im wahrsten Sinne des Wortes. Und er muss jetzt seither mit Unterzahl kämpfen. Gut, es war mein Glück, dass es dadurch zu Verletzungen kam. Aber, naja, so kam auf jeden Fall das 1:0 zustande und das 2:0 ist sicherlich auch ein Kind dieser Liaison. Ja,
Er versucht natürlich weiterhin sein Bestes, auch wenn es jetzt hier momentan der letzte Zug der ersten Halbzeit ist. Er versucht jetzt natürlich hier noch Schaden anzurichten. Bis jetzt zum Glück mit mäßigem Erfolg. Er greift jetzt hier nochmal an. Oh, Moment. Und ganz, ganz kurz Pause. Ihr habt gesehen, er hatte an der Stelle jetzt nur einen Würfel. Ich habe nicht verstanden, warum. Das ist wieder so eine Szene gewesen, wo er nur einen Würfel hatte. Es ist beinahe so, als ob sich hier Magbar selbst unterstützt hätte. Verstehe ich nicht. Kann eigentlich fast nur ein Bug sein. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich hoffe, dass das bald geklärt wird, denn sowas ist natürlich auch nicht schön, wenn solche Sachen immer wieder vorkommen. Ne? Also muss ja auch nicht, ehrlich gesagt, sein. Hier versucht jetzt quasi hier meine Blitzer festzuhalten. Wie ihr seht, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum. Ich hätte ehrlich gesagt einen da hinten hingebracht, einen Pass geworfen, aber das scheint der Chaos-Spieler an der Stelle hier nicht ganz zu wollen oder nicht ganz verstanden zu haben. Auf jeden Fall ungewöhnlich, dass man mit Orks 2:0 zur Halbzeit führt. Es ist etwas, was ich normalerweise eher mit Hochelfen hinbekomme. Und das ist auch bei Hochelfen schon ein extrem gutes Spiel. Er bekommt leider für mich seinen Tor wieder zurück, der Karora. Ja, und damit gehen wir mal in die zweite Halbzeit und gucken mal, wie die so ist, ne? Auf jeden Fall kommt es gleich zum Anstoß. Es hat sich nicht viel verändert, außer dass der Ball quasi nur minimal abweicht, wobei das lustig ist. Ganz kurz Pause. Ich hatte überhaupt nicht dahin gezielt. Ich hatte dahin gezielt, ne? So viel dazu, dass der Ball nur ein bisschen abweicht. So. Er greift an. Und das sieht immer wieder so unfassbar bedrohlich aus, wenn das Vieh das tut. Ich fühle mich da irgendwie nie besonders wohl. Aber ein Hoch auf die orkische Rüstung, ne? Und auch das hier sieht sehr viel brutaler aus, als er meinen sollte. Ich würde es manchmal lustig finden, wenn da quasi andere Animationen drin wären. Wenn es dann quasi wirklich zu einem tödlichen oder verletzenden Angriff kommt. Also das wäre manchmal extrem cool, wenn man das quasi schon an der Animation sehen könnte. Und zack. Ja. Und da lagen es, die 3 von 4 Schwarzorks. Hier versucht er mich jetzt, glaube ich, an den Rand zu schieben. Mit mäßigem Erfolg. Deswegen stellt man die auch hier so versetzt auf. Dann kann man sie nicht, also selbst mit Raserei kann man so niemanden rausschieben. Oder zumindest, es ist extrem schwierig. Man müsste irgendwie in den Rücken kommen und das schaffen nur ganz, ganz wenige. Ja, und das Spiel geht weiter. Wie ihr seht, er hat wieder mal den Ball. Da hat er interessanterweise mit dem Gor immer Glück, obwohl der keine besonderen Fähigkeiten hat, um das zu machen. Und ich versuche jetzt hier natürlich wieder eine Überzahlsituation herzustellen. Ihr habt gesehen, ich hatte wieder nur einen Würfel, obwohl ich 2 hätte haben müssen. Ich habe den hier hingestellt, es war sonst niemand da, es hat aber nicht geklappt. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall stelle ich hier jetzt nochmal einen hin. Dadurch klappt's. Ich muss aber trotzdem einen Reroll aufwenden und kann trotzdem nur schieben. Also, ja, was willst du sagen? So, hier gehe ich extra den Weg außenrum, um den hier einzusperren, damit ich den hier schon mal im Rücken habe und prügel den dahin. Dadurch habe ich jetzt automatisch schon mal den Ork da, der den Kollegen dann irgendwann mal darüber schieben soll. So zumindest die theoretische Planung. Und kann hier noch einen zur Unterstützung holen, um den hier umzublitzen. Da klappt es jetzt interessanterweise mit den 2 Würfen wieder. Ich blitze absichtlich im Schwarzork, weil ich dadurch jetzt noch weiterlaufen kann und da hinten diesen Chaoskrieger binden kann. Dadurch kommt er so schnell hier nicht mehr weg. Habe den hier auch gebunden fürs Erste. Und habe Glück an der Stelle. Achso, ihr habt übrigens auch gesehen. Moment, ganz kurz nur. Das war wieder nur ein Würfel. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. So, hier hatten wir jetzt wieder 2 Würfel gesehen. Das ist das Ergebnis, was ihr da unten gesehen habt. Er haut jetzt hier meinen Schwarzorg wieder um. Und der liegt natürlich jetzt erstmal wieder gemütlich im Gras. So, und er hat natürlich nach wie vor das Problem, dass seine ganzen Leute hier gebunden sind. Er kann... Ja, und da verletzt sich tatsächlich mein Schwarzorg. Aber... Es ist toi 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 nichts Schlimmes. Es war einfach nur keine langfristige Auswirkung. Da hatte ich Glück. Musste auch meinen Medikus nicht bemühen. Und ich, Moment, ich wechsle wieder. So, jetzt stimmt's wieder. Und er versucht jetzt tatsächlich hier durchzukommen. Jetzt wird es natürlich tricky, das aufzuhalten. Aber ich habe hier natürlich eine gewisse positive Situation. Erstens dadurch, dass ich hier gut würfle. Und ja, ich habe jetzt hier natürlich noch 2 Leute frei. So, Moment, und jetzt mache ich etwas, was ich... Also, ich hätte das jetzt nicht tun müssen, aber ich will es tun. Ich hau den Kollegen einfach raus. So.
Und damit haben wir nochmal quasi eine Situation geschafft, dass wir einfach sehr so viele, ja, also ihr seht, dem ist nichts passiert, so viele Gegenspieler wie möglich aus dem Feld haben. Dann haben wir nämlich später mehr Chancen, weil so schnell schafft er das auch nicht, nach unten zu laufen. Und wir machen hier erstmal zu, wie ihr seht. Da muss er jetzt erstmal durchkommen. Ist keine Unmöglichkeit, aber es macht es ihm definitiv ein bisschen schwerer. So. Und auch hier dasselbe Spielchen. Schwarzorg muss gehen. Warum auch immer ich hier wieder nur... Ne, Entschuldigung, da hatte ich tatsächlich zwei Würfel zur Verfügung. Ich konnte nur schieben. Blocken hätte mir nichts gebracht an der Stelle. Und ja, das macht der Minotaurus mit dem Schwarzorg hier den ganzen Tag. Die tanzen irgendwie den Fall-um-Tango miteinander. Also genau genommen, er führt, er ist die Dame sozusagen. Ihr wisst ja, der Herr führt beim Tanzen. Ist auch so eine alte Sitte. Ah, und da ist natürlich ärgerlich mein Morg gelähmt. Und er kommt hier einigermaßen durch. Aber das bringt ihm überhaupt nichts. Das hier definitiv schon. Und ich hatte es ja schon angekündigt, in jedem Spiel stirbt mindestens einer. Ich muss meinen Medikus bemühen und habe das Glück, dass es das absolut ideale Ergebnis am Ende rauskommt. Er ist völlig unverletzt. Der Gegner bekommt natürlich trotzdem zwei Star-Spielerpunkte. Ich habe meinen Ork draußen, aber er lebt. Und ganz im Ernst, ich hatte auch diese Woche schon tot Medikus verwendet, immer noch tot. Und das war wirklich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit extrem viel höher geworden, dass Leute sterben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also wenn wir es mal uns überlegen, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt erstmal zu einer Verletzung kommt, weil man erstmal die Rüstung durchschlagen muss. Und selbst dann musst du quasi immer noch, glaube ich, extrem hoch würfeln. Ich glaube, bei einem Ergebnis, also du musst überhaupt erstmal, glaube ich, eine 10 oder mehr würfeln, dass es zu einer Verletzung kommt. Und dann musst du würfeln, was für eine Verletzung, dann kann es tot sein. Und es ist so unwahrscheinlich, und trotzdem passiert es wahnsinnig oft. Ja, hier versuche ich jetzt quasi ranzukommen. Schaffe es mit dem Reroll. Habe jetzt hier, kann jetzt hier blitzen, kann ihn glücklich umhauen. Hat jetzt zwar zwei Würfel, klar, aber hätte auch anders ausgehen können. Und der Ball bleibt jetzt hier liegen. Ich kann ihn nicht aufheben und kann erstmal nur absichern, weil der Ball auch hier auf meinen Ork gefallen ist. Dadurch ist er weitergesprungen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Und muss jetzt erstmal hier wieder die Schlägerei über mich ergehen lassen. So ein komische Punk-Irokesen. Gore. Und ganz im Ernst, immer, wenn mein Medikus, besser gesagt mein Apothekarius schon verbraucht ist, werde ich immer extrem nervös, was Verletzungen angeht. Und das habe ich ehrlich gesagt gerade eben nicht verstanden. Ganz kurz, okay, ihr seht schon, er hat wildes Tier, er kann nichts mehr tun, er hat noch einen Reroll, er kann es gleich noch versuchen, aber ich habe nicht verstanden, warum er ihn hier wegprügelt, um dann quasi nachzulaufen. An seiner Stelle, wenn ich einen Reroll hätte und ein Chaoskrieger hat ebenfalls Geschick 3, der ist nicht schlechter als ein Gore. Hätte ich ihn einfach nur weggeschoben und hätte versucht, danach den Ball aufzuheben. Hätte ich getan. Ist auch ein Risiko, zugegebenermaßen. Muss man nicht tun, aber ganz im Ernst, es ist relativ Wumpe. Vor allem, wenn du quasi so ein unsicheres Vieh an der Stelle hier noch hast und es tritt halt wildes Tier ein. Er verwendet seinen Reroll, er klappt tatsächlich an der Stelle und er haut meinen Spieler um. Aber man sieht mal quasi, das hätte ihm jetzt gerade eben die Krütze verhageln können. Dann hätte er quasi hier nicht blitzen können und der Ball wäre immer noch quasi hier gefangen gewesen. Er hat hier oben auch immer noch einen Chaoskrieger, den er nicht runter bemüht. Hier verkackt er den Wurf jetzt. Also wie gesagt, ich hätte das jetzt hier mit dem Ball gemacht, meiner Meinung nach. Das wäre aus meiner Sicht die geringere Gefahr gewesen. Dann wäre er auf jeden Fall schon mal in meiner Hand gewesen. Dann hätte ich noch hinter die Kollegen hier laufen können. Und endlich tue ich das, was schon lange nötig war. Ich fälle diesen Minotaurus, der diesem Ork schon lange genug auf die Eier gegangen ist. So, greife jetzt hier diesen Chaoskrieger an, schiebe ihn weg. Stehe hier mit dem Ork auf. Gehe hier mit dem Goblin hoch und schaffe jetzt erstmal quasi eine Situation, dass es sehr, sehr schwierig wird für ihn, den Ball in dieser Runde aufzuheben. Denn das ist das, was ich jetzt hier eigentlich nur verhindern will. Ich will den Ball natürlich selber haben, um selber nochmal einen Touchdown zu machen. Aber das bedeutet natürlich, dass ich verhindern muss, dass er ihn bekommt. Und das ist das, was ich natürlich jetzt hier ganz, ganz massiv versuche. Und wir sehen auch, wie wertvoll Block ist, wie oft das vorkommt. Also Blocken ist definitiv extrem wichtig, wenn man auf Effizienz spielt. Autsch. Da liegt schon wieder mein Ork im Dreck.
Ach ja. Und dasselbe Spielchen hier. Er haut ihn jetzt auf den Ball. Der Ball kann natürlich sonst wohin fliegen. Und wo fliegt er hin? Dadurch, dass der Ork da drauf liegt. Ja, ich fange ihn nicht auf. Er landet hier. Was niemandem hilft an der Stelle. Zumindest fürs Erste nicht. Das Interessante ist aber letztendlich, dass es mehr mir hilft, weil ich als Nächstes dran bin. Ich muss bloß diesen Gor hier wegbekommen. Und hier versucht er mit einem Chaos-Krieger wegzulaufen. Muss seinen Reroll aufwenden und verkackt dann tatsächlich den Laufenwurf. Das ist wirklich sehr, sehr unglücklich. Und dann fängt dieser Gor diesen Ball. Ja, Blood Bowl Comedy. Es ist herrlich manchmal. Hier, stelle ich jetzt mal einen Spieler hin, damit ist er eingesperrt. Und ich kann jetzt hier einfach mal nur, ja, da setze ich einen Reroll ein, weil ich will den Kollegen nicht umhauen. Sonst hätte ich ihn nur geschoben und das hätte ihm geholfen. Und damit habe ich jetzt wiederum das Pech, dass der Ork, mit dem ich schon gespielt habe, den Ball fängt. Was mir nicht unbedingt weiterhilft. Mir hätte es mehr geholfen, wenn der Ball am Boden gelandet wäre. Ich versuche jetzt hier natürlich abzusichern, dass der nicht so ohne weiteres angegriffen werden kann. Bringe meinen Goblin in die Richtung, weil der nächste Plan ist, den Ball darüber zu bringen, aber ich schaffe es nicht, hier wegzukommen und meine Runde endet dadurch. Und jetzt blitzt er natürlich wieder auf meinen Spieler drauf und haut ihn natürlich um. Es ist ein ewiges Hin und Her die ganze Zeit, also das Spiel hat an der Stelle vollkommen an Eleganz eingebüßt. Und es ist eigentlich nur noch um eine wilde Prügelei um den Ball quasi verkommen. Aber das ist letzten Endes das, was Blood Bowl, wenn man Orks und wieder ein Rundenende, weil jemand was Schlechtes gewürfelt hat, was Schlechtes gegessen hat. Ihr seht, Totenkopf und über Beine down und der Spieler hat halt weder noch, also er hat keinen Block. Es ist eine wilde Schlägerei zwischen Orks und Chaos. Das endet in einer wilden Prügelei. Und tatsächlich habe ich den Ball, schaffe es hier wegzulaufen, kann den Ball rüber zum Goblin bringen, der es trotz Fangen nicht schafft, den Ball aufzunehmen. Und deswegen kann ich auch nicht da hochlaufen. Hätte ich es geschafft, hochzulaufen, wäre ich mit dem Ork da noch hochgelaufen, hätte den hier gebunden. Aber das funktioniert nicht, weil ein Rundenend stattfindet. Und der Minotaurus kann leider hier blitzen und meinen Schwarzorg angreifen. Übrigens etwas, was er sonst nicht gekonnt hätte, denn er hat nur Bewegung 5. Wenn er aufsteht, wären es 2 gewesen. Er lag ja hier. Hätte 1, 2, hätte einmal würfeln müssen, also die Wahrscheinlichkeit war eher gering, dass er es schafft. Und ich wäre dann natürlich, Moment, er war hier, 1, 2, 3, 4. Ach shit, das wäre ja blöd gewesen, das hatte ich an der Stelle gar nicht bedacht. Okay, die Taktik hätte gar nicht geklappt, ich hätte ja selber würfeln müssen, um überhaupt an diesen Chaoskrieger ranzukommen. Naja, an der Stelle wusste ich nicht, welcher Ork da rumsteht. Aber in der Theorie hätte es klappen können. Den Chaos-Krieger quasi binden in der Hoffnung, dass der Minotaurus nicht an den rankommt, ohne weiteres. Um den Goblin hier quasi hochlaufen zu lassen. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich keinen Spieler mehr habe, der den Ball relativ gefahrlos aufheben kann, sondern ich kann mich nur noch auf meinen Team-Reroll verlassen, um den Ball aufzuheben. Währenddessen meine Orks hier gerade eben wieder mal ordentlich durch die Mangel genommen werden. Und hier auch den Nahkampf jetzt anfangen zu verlieren, wie ihr seht. Das Einzige, was mir an der Stelle hilft, ist, dass ein Chaoskrieger selber den Ball nicht aufnehmen kann. Und ich jetzt hier quasi eine riskante Attacke durchführen muss. Ich weiß noch nicht genau, wie die ablaufen wird. Wir werden es gleich erleben. Ich weiß, dass ich da irgendwas getan hatte. Ah, nee, ich glaube, ich kann tatsächlich nur warten. Ich wollte laufen, hab den Reroll eingesetzt, greife an und hab den Totenkopf. An der Stelle versagten die Würfel den Dienst. Ja, hier steht immer noch mein Goblin. Da hatte ich an der Stelle wirklich Angst um meinen Goblin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das einzige Glück, was ich hier habe, ist, dass er wirklich nur schieben kann, wie ihr seht. Und hier nichts Schlimmeres passiert. Dasselbe Spielchen hier, er kann ebenfalls nur schieben. Ja, und irgendwie hatten sich auch Naffel und seine Würfel an der Stelle schon darauf geeinigt, dass in diesem Spiel jetzt nicht mehr allzu viel passieren soll. Bis auf das hier vielleicht noch.
Und eine Blitzaktion hier gegen meinen Goblin, die total episch in Explosion Ausrufezeichen mündet, was für den Goblin, weil er ausweichen hat, in Schieben endet. Tja, er kann zwar den Ball aufnehmen, aber nicht mehr weglaufen, weil der Goblin ihn dem riesigen Chaoskrieger beinstellt. Ja, und das ist jetzt quasi die letzte Runde. Ich versuche jetzt hier quasi noch den Gore wegzubekommen, um den Ball aufzunehmen. Weil ich eigentlich nur noch eins machen wollte. Ich wollte jetzt hier hinlaufen, den Ball aufnehmen, Pass werfen für einen Starspielerpunkt. Ah, Entschuldigung, auf den hier werfen, genau. Aber selbst das klappt nicht. Und so endete das Spiel 2:0 für mich. Wie viele Punkte hat er bekommen? 12 minus 5 sind 7. Das heißt also, es hat ihm Level-Up-technisch nichts gebracht, aber Mokhtar, mein Blitzer, hat in diesem Spiel, dadurch, dass er noch hier der zum wertvollsten Spieler gekürt worden ist, ja, fröhliche 5 Punkte bekommen und dadurch ein Level-Up. Ihr seht hier, Rüstungsbrecher auf beiden Seiten waren ungefähr ähnlich. Es ist, was das angeht, gar nicht so viel passiert. Das einzig Positive für mich letzten Endes ist gewesen, dass ich durch also diese Rüstungsbrecher mehr in ja, Schaden für mich, also sozusagen für den Gegner umwandeln konnte. Obwohl, wie ihr seht, der Gegner hat sehr, sehr viel mehr getackelt. Ich habe sehr viel weniger getackelt, ich habe deutlich mehr auf den Ball gespielt, obwohl der Gegner mehr den Ball besaß. Also ich habe aus der kurzen Zeit des Ballbesitzes mehr machen können, was extrem viel auf die erste Halbzeit zurückzuführen ist. Und dadurch, dass ich die Zeichen der Zeit erkannt hatte und gesehen hatte, dass er seine, ja, seine Gores auf den Flanken komplett exponiert hatte, was ihn angreifbar gemacht hat, und das habe ich eiskalt ausgenutzt und eine ja, sehr, sehr unorthodoxe Angriffsmethode gewählt, und zwar die Starken auf die Flanken, die Mitte mehr oder weniger nur schwach besetzen, aber die habe ich dann an der Stelle völlig ignoriert. Ist natürlich auch Würfelglück abhängig, aber ganz im Ernst, alles ist in Blood Bowl würfelabhängig. Ihr könnt nur versuchen, einen Fahrplan sozusagen zu erstellen und hoffen, dass der Zug nicht zu spät kommt. Oder in dem Fall die Würfel richtig fallen. Wir gucken hier gerade eben nochmal. Wir haben 2 Ausfälle erlitten. Der Gegner hat ebenfalls 2 Ausfälle erlitten. Wobei einer der beiden Ausfälle auf unserer Seite, der tote Schwarzorg, am Ende ja zum Glück unverletzt gewesen ist. Was aber trotzdem bedeutet, dass er natürlich dafür 2 Starspielerpunkte für seinen Spieler bekommen hat, der ihn umgeschlagen hat. Wir können ja nochmal die Punkte sehen, die hier verteilt worden sind. Er hat insgesamt 9 bekommen. Wir haben 7, 8, 9. Oh, ja genau, der Subaf hier. Also insgesamt 15 Punkte bekommen. Und dadurch kam es natürlich auch zu ein paar Level-Ups. Ich zeige euch jetzt gerade eben mal, wie die Pink-Greeners jetzt aussehen. Aktueller Wert 1480 Punkte. So sehen sie momentan aus. Wir gucken auf die Spielerliste. Der Subaf hat einen Level-Up bekommen, wie ihr seht. Der hat von mir Tackle bekommen. Also er hat jetzt, es ist mein erster Spieler, der Ochse auf Level 3. Der hatte ja schon hier unterstützen. Jetzt hat er auch noch Tackle bekommen. Ich war mir nicht ganz sicher, was ich ihm geben sollte. Er hat leider nur ganz, ganz normal Standard gewürfelt. Konnte ihm also nicht irgendwie einen Attributspunkt oder irgendetwas Tolles geben, was ihm was genützt hätte. Und ich habe lange, lange überlegt und habe gedacht, ja komm, gib's ihm Tackle, falls du mal irgendwie auf Elfen oder sowas triffst. Oder auf andere Orks, die einen Goblin haben oder auf Skinks. Dass einfach bei diesem Spieler ihr Ausweichen ihnen nicht hilft. Und der Mokhtar, da hatte ich mir lange, lange, lange Zeit überlegt, ob ich ihm nicht auch Unterstützung geben soll. Aber der hatte einen Pasch gewürfelt. Der hatte, ich glaube, eine Doppel-2 gewürfelt oder eine Doppel-1. Also nichts besonders Hohes. Aber dadurch hatte ich plötzlich die Option für alles offen. Und da hatte ich mir gedacht, ja gut, unterstützen kannst du ihm immer geben, wenn er den nächsten Level-Up macht. Bei 16 zum Beispiel. Aber an der Stelle wählst du mal wirklich aus dem Bereich Passen. Wo, oder war es Geschick? Also ich glaube, bei Passen ist es drin, wo Teamkapitän drin ist. Und dadurch ist Mokhtar jetzt der Teamkapitän geworden. Und Teamkapitän bedeutet, wir können es uns gerade mal angucken, er verleiht dadurch der Mannschaft einen zusätzlichen, ja, Reroll, einen zusätzlichen Teamwiederholungswurf, solange er auf dem Feld steht. Und dadurch kommen jetzt hier die Pink-Greeners auf insgesamt 4 Wiederholungswürfe. Und das ist etwas, was definitiv durchaus sinnvoll ist. Und ihr seht auch, die haben inzwischen einen Fanfaktor von 7.
weil sie ja schon das eine oder andere gewonnen haben. Ja, was soll's. Also auf jeden Fall, die Pinkreeners haben schon das eine oder andere gewonnen. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass euch das hier mit diesem Replay durchaus gefallen hat. Und ich konnte euch auch vielleicht mal eine etwas unorthodoxe Taktik zeigen, dass ich ganz, ganz schnell von der Standardtaktik abgewichen habe, weil ich einen Fehler in der Aufstellung des Gegners erkannt habe und gnadenlos ausgenutzt habe. Und dadurch relativ schnell punkten konnte. Und daraufhin, ja, weil er dann schon in Unterzahl war und er seine Flanken nicht mehr absichern konnte oder wollte, weil er da einfach nicht flexibel genug war, konnte ich dadurch auch noch das 2:0 machen. Und ganz im Ernst, mit ein kleines bisschen mehr Würfelglück an der einen oder anderen Stelle hätte ich sogar noch ein 3:0 machen können in der zweiten Halbzeit. Aber das hat leider nicht sollen sein. In dem Sinne, liebe Leute, hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich habe euch hoffentlich gut unterhalten, vielleicht so den einen oder anderen Tipp gegeben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade. Und da bohrt sich der lustige Bob in den Ohren. Ciao.